Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie einige von euch wahrscheinlich schon bemerkt haben, bin ich vor kurzem, also so vor circa 2 Monaten, ein bisschen erblondet. Ja, leider, ich wollte das eigentlich gar nicht. Also meine Anweisungen sozusagen an die Friseurin waren: bitte nur ganz, ganz, ganz dezente und zarte blonde Strähnen. Ich möchte bitte nicht ganz blond sein und bitte auch keine Blocksträhnen. Und die Friseurin hat anscheinend verstanden: bitte mach mir Blocksträhnen, bitte erblonde mich und bitte mach das, dass es hier vorne überhaupt so aussieht, als wäre ich das letzte Mal vor einem Jahr beim Friseur gewesen. Also ja, vielen Dank nochmal an der Stelle. Aber gut, wäre das nicht passiert, gäbe es dieses Video nicht, weil diese Friseurin hat mir nämlich Produkte empfohlen, um den Gelbstich aus den blonden Haaren rauszubekommen. Auch wahnsinnig toll, nach dem Friseurbesuch hat man schon direkt einen Gelbstich in den Haaren. Also wirklich zu empfehlen. Ich habe auf sie gehört und habe mir diese Produkte gekauft. Und zwar sind das einmal das Shampoo, der Conditioner und die Haarmaske von Schwarzkopf Bonacure aus dieser Color Freeze Reihe. Ich habe diese Produkte 2 Monate lang verwendet. Wirklich, in diesen 2 Monaten habe ich nur die Produkte verwendet. In den verschiedensten Kombinationen, also ich habe nicht immer alle 3 gemeinsam verwendet. Und ich glaube, ich kann euch jetzt einen ganz guten Überblick über die Produkte geben, was die so können oder auch nicht können. Und ich sage euch jetzt einfach, ob die für mich funktioniert haben oder nicht. Falls euch das Video gefällt bzw. hilfreich ist für euch, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und auch meinen Kanal abonniert. Das ist natürlich kostenlos. Und dann lege ich auch schon los mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das Haarshampoo. Und zwar nennt sich das pH 4,5 Color Freeze Silber Micellar Shampoo. Und so soll es die Haare reinigen. Wirklich ein Haarshampoo, das die Haare reinigt. Etwas ganz, ganz Neues. Und es soll auch blondiertes und graues Haar gegen Gelbstich schützen. Und auch noch ganz wichtig, es steht drinnen, man soll das ins feuchte Haar einarbeiten und sofort ausspülen. Nur bei grauem Haar soll man das ins Haar einarbeiten und nach circa 1-3 Minuten erst ausspülen. Diese Info ist nachher noch ganz wichtig, aber ich werde sie nochmal wiederholen. Gut, also das Shampoo war das einzige, das ich wirklich 2 Monate lang durchgehend verwendet habe. Und vielleicht nur ganz kurz zur Info, ich wasche mir eigentlich so in der Regel 2-mal in der Woche die Haare. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich mir 3-mal die Haare wasche. Also zumindest war das, bevor ich meine Haare blondiert habe, so. Also wirklich, teilweise habe ich es sogar geschafft, sie mir nur 1-mal pro Woche zu waschen. Dann kam dieses Shampoo und ich muss sagen, okay, also vom Erscheinungsbild her, es ist natürlich, ihr könnt es hier schon sehen, es ist lila. Das ist ganz normal für ein Silbershampoo. Also ich habe noch nie ein Silbershampoo gesehen, das nicht lila ist. Vom Geruch her, es hat einen sehr starken Geruch, aber ich finde, der ist eigentlich gar nicht mehr so wahrnehmbar, wenn man das auf seine Haare gibt und dann einfach einarbeitet. Also vom Geruch her ist es okay, auch von der Intensität. Aber man kann das eigentlich ganz gut in die Haare einarbeiten, das schäumt auch schön. Also bis daher eigentlich alles gut. Nur ich habe dann jedes Mal, als ich mir das Shampoo ausgespült habe, bemerkt, dass die Haare hier oben, also ungefähr bis daher, so richtig zerzaust sind, beziehungsweise, okay, ich weiß, das ist normal, wenn man sich die Haare wäscht, dass die nicht komplett glatt sind, aber bei mir ist das normalerweise so, wenn das Shampoo draußen ist, dann sind die glatt und vielleicht hat man einen Knoten drinnen, aber das ist dann auch schon eine Seltenheit. Und da waren die wirklich, also ich habe gespürt, die sind einfach hier oben richtig verknotet und zerzaust und ich habe das mit dem Wasser dann nicht wegbekommen und danach, also man muss dazu sagen, ich bürste mir immer meine Haare aus, wenn die so halb trocken sind. Ich gebe da immer so einen, wie nennt sich das, Leave-in Conditioner rein und es geht normalerweise sehr gut mit so einem grobzackigen Kamm. Nur bei dem Haarshampoo wollte ich schon aufgeben und einfach mit zerzausten Haaren leben, weil das hat so weh getan, diese Knoten aus den Haaren rauszubekommen. Und deswegen habe ich dann auch schlussendlich, also das war einer der Gründe, warum ich dann schlussendlich jetzt, obwohl ich noch blonde Haare, aufgehört habe, das zu verwenden. Das war die erste Sache. Die zweite Sache war, ich habe bemerkt, dass, also noch in der Dusche, dass so auf dieser trockenen Haut um meine Nägel sich das Haarshampoo richtig reingefressen hat. Also die Haut war
lila. Und ich habe auch bemerkt, wenn meine Kopfhaut gejuckt hat und ich dann einfach ja, ganz normal gekratzt habe, dass die Haut unter meinen Nägeln auch komplett lila war. Und ich muss dazu sagen, möglich, dass das bei jedem Silber-Shampoo der Fall ist, dass sich das auf die Kopfhaut bzw. einfach auf die trockene Haut bzw. so ein bisschen in die trockene Haut reinfrisst. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt so gesund für den Körper. Also, ja, da bin ich schon ein bisschen skeptisch, vor allem wenn man das längere Zeit verwendet. Dann ist mir auch noch aufgefallen, das hat mich leider sehr gestört, dass meine Haare extrem schnell fettig wurden. Also beispielsweise, ich habe mir meine Haare sonntagabends gewaschen und dienstagmorgens, also da war genau ein Tag dazwischen, dienstagmorgens waren die schon richtig fettig hier unten und auch am Hinterkopf. Und normalerweise bei dem Shampoo, das ich liebe von Lush, das ist das Rehab Haar Shampoo, da werden meine Haare ungefähr, also ausgehend von dieser Rechnung, wenn ich sie mir am Sonntag wasche, dann sind sie Montag, Dienstag, Mittwoch, also vielleicht am Mittwochabend, aber eher dann erst ab Donnerstag fettig. Also so, dass man sagt, okay, man braucht vielleicht Trockenshampoo. Das ist wirklich so der Hauptgrund, warum ich mit diesem Shampoo überhaupt nicht klarkomme. Wobei ich auch dazu sagen muss, das passiert mir leider bei sehr, sehr vielen Drogerie-Shampoos, dass meine Haare einfach richtig schnell fettig werden. Und dann muss ich natürlich auch noch die Frage beantworten, nimmt es wirklich diesen Gelbstich weg? Ich muss euch sagen, also ich schaue mich jetzt wieder im Viewfinder an. Ich habe mir Fotos vom Tag angesehen, als an dem meine Haare geblondiert wurden. Und ich muss sagen, vielleicht ein kleines bisschen. Aber, also, ja, überhaupt, also da habe ich wirklich eine gute Belichtung. Aber da oben, also auf dieser Seite, können Sie sehen, sind die Haare doch etwas heller. Aber das waren sie jetzt schon von Haus aus, also seitdem ich vom Friseur raus bin. Und auf der Seite ein bisschen dunkler. Also da gibt es so einzelne Strähnen, die ein bisschen heller sind. Die, glaube ich, habe ich dem Silber-Shampoo zu verdanken, weil die Farben hier waren echt einheitlich zu Beginn. Aber ich denke mal, wenn man da wirklich ein Ergebnis sehen möchte, dann muss man das schon mindestens 1 bis 3 Minuten einwirken lassen. Wobei das dann mit der Produktbeschreibung irgendwie nicht zusammenpasst. Also das gleich auszuspülen hätte bei mir, glaube ich, überhaupt nichts gebracht. Vor allem, ich habe es mir dann auch ein paar Mal in die Länge gegeben und da auch einwirken lassen. Und da finde ich, ja, einzelne Strähnen sind vielleicht ein bisschen heller. Wobei ich auch nicht sagen kann, ob das nicht doch schon auch nach dem Friseur so war. Und mir ist vor allem auch aufgefallen, meine Haare waren mit diesem Haarshampoo auch in Kombination mit den anderen 2 Produkten viel trockener als jetzt, wo ich sie mit dem anderen Haarshampoo gewaschen habe. Vor allem, ich merke das, wenn ich reingreife, die sind viel, viel weicher und ich habe auch sonst eigentlich keine anderen Produkte verwendet. Ich habe nur das Haarshampoo gewechselt. Theoretisch gesehen würde ich blond bleiben, was ich Gott sei Dank nicht bleibe, weil ich hoffe, mein Friseurtermin Ende Mai hält und ich werde wieder komplett braun, mit vielleicht so ein bisschen Balayagen, aber nicht mehr. Angenommen, ich würde blond bleiben, ich würde mir das Silber-Shampoo nicht mehr nachkaufen. Ich würde vielleicht andere Silber-Shampoos ausprobieren. Ich weiß nicht, ob die unbedingt besser sind von der Wirksamkeit her oder ob die alle einfach dadurch, dass sie diesen Gelbstich und diese Pigmente entziehen, einfach das Haar auf Dauer schädigen. Deswegen, ja, aber abgesehen davon, ich bin, ja, kann man sich kaufen, muss man aber nicht. Dann geht man schon weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar ist das die Haarmaske für koloriertes Haar. Wie gesagt, auch wieder aus dieser Color Freeze-Reihe. Und zwar soll das, keine Ahnung, es steht nichts drauf. Also es stehen nur die Inhaltsstoffe drauf. Keine Beschreibung, wie lange man das einwirken lassen soll, keine Beschreibung, was es jetzt genau machen soll. Finde ich auch ein bisschen komisch, weil normalerweise finde ich das eigentlich ganz gut, wenn Haarmasken eine Anweisung haben, man weiß nicht, dass man das jetzt ins trockene Haar einarbeiten soll oder ins feuchte Haar, weil mittlerweile gibt es ja auch schon Haarmasken fürs trockene Haar. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Sieht eigentlich gar nicht nach so viel aus, aber ich gehe da immer so ein bisschen nur mit den Händen rein und das ist dann auch vollkommen ausreichend für meine Längen. Also ich habe das immer nur in meine Längen und Spitzen gegeben und das ist sehr, sehr ausgiebig. Also ich finde, das fühlt sich so an, als würde sich das in den Haaren, also sobald man das in die Haare einarbeitet, so ein bisschen vermehren und einfach von der Masse her viel mehr werden.
Also man kommt schon ziemlich lange damit aus. Und ich muss sagen, ja, sie fühlt sich ganz gut an. Ich habe die dann immer so ungefähr 5 Minuten einwirken lassen und dann einfach komplett ausgespült. Das habe ich gemacht, bevor ich das Haarshampoo verwendet habe. Also die Reihenfolge war Haarmaske, Haarshampoo, Conditioner. Vom Ergebnis her muss ich sagen, ja, meine Haare haben sich einfach nicht super gepflegt angefühlt, sondern einfach, ja, trocken. So wirklich ein Ergebnis, dass ich sage, wow, die Haare sind jetzt super mit Feuchtigkeit versorgt, sind super weich. Nee, Fehlanzeige, also hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Vor allem, es gibt so viele gute, vor allem auch günstigere Haarmasken, die wirklich einen schönen Wow-Effekt ins Haar zaubern. Hat die leider überhaupt nicht gemacht. Aber Leute, da gibt es eine Sache in dieser Haarmaske, die hat mich richtig genervt. Und deswegen würde ich mir die auch nie wieder nachkaufen. Und zwar ist das einfach der Geruch. Also nicht der Geruch per se, weil das Haarshampoo riecht zum Beispiel genauso. Also der Geruch an sich wäre ganz angenehm bzw. annehmbar. Aber die Intensität ist einfach, boah, das ist sogar mir zu viel. Und wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger schaut, dann wirst du es wahrscheinlich schon wissen. Aber ich liebe ja Hautpflege, Haarpflegeprodukte und überhaupt Haarshampoos und Duschgels, die gut riechen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn die ein bisschen intensiver riechen. Aber das, das toppt alles. Also, wenn ich das rieche, ich bekomme Kopfweh. Also das riecht irgendwie schon gut, aber chemisch, und die Intensität ist einfach viel zu viel. Und vor allem, ich habe das Gefühl, also wenn ich das die 5 Minuten in meinen Haaren habe, möchte ich mir am liebsten die Haare abschneiden, weil dieser Geruch einfach so intensiv ist, zu so viel Kopfweh führt und ich den einfach nicht ertrage. Also ja. So viel zu dem Produkt. Und dann habe ich hier noch den Conditioner. Und zwar soll dieser Conditioner die Farbpigmente im Haar einschließen und man soll das ins nasse Haar einarbeiten und nach 2 Minuten dann auswaschen. Ja, also was den Geruch betrifft, muss ich sagen, also das riecht von der Intensität her, finde ich, genauso irgendwie wie das Haarshampoo. Es ist der gleiche Geruch, natürlich, es ist die gleiche Serie, aber ich finde, der Geruch ist überhaupt dann, wenn er auf den Haaren ist, gar nicht mal so wahrnehmbar wie bei dieser Haarmaske. Also von dem her ganz okay. Ist auch von der Textur her sehr seidig und sehr angenehm. Man kann es gut ins Haar einarbeiten. Und bei dem Conditioner alleine in Kombination mit dem Haarshampoo hatte ich das Gefühl, dass die Haare einfach schon weicher und auch seidiger werden. Also das hat auf jeden Fall ein besseres Ergebnis erzielt als die Haarmaske. Also bei der hatte ich, wie gesagt, überhaupt nicht das Gefühl. Also der Conditioner war so wirklich das einzige Produkt, bei dem ich das Gefühl hatte, okay, der tut doch was, man sieht etwas, man spürt etwas, die Haare sind weicher und seidiger. Natürlich gibt es Conditioner, die besser sind, aber vollkommen egal. Das war wirklich so das einzige Produkt aus dieser Reihe, bei dem ich mir so dachte, okay, das tut wirklich das, was es verspricht. Also es macht die Haare schön geschmeidig, also es ist ja eigentlich der Sinn von einem Conditioner. Ob der wirklich die Farbpigmente so gut einschließt, kann ich nicht sagen, weiß ich auch nicht. Noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, falls ihr die 3 Produkte kauft, weil ihr beabsichtigt, alle 3 gemeinsam zu verwenden. Ich habe das gemacht. Ich habe es auch so gemacht, dass ich manchmal nur das Haarshampoo mit dem Conditioner und dann wiederum nur mit der Haarmaske verwendet habe. Das war kein Problem. Also Haarshampoo mit Maske okay, Haarshampoo mit Conditioner okay. Haarshampoo mit Maske und Conditioner in der Reihenfolge, die ich euch vorher gesagt habe, der Tod meiner Haare und meiner Nerven. Ich habe die, wie gesagt, zuerst die Haarmaske aufgetragen, schön ausgespült, also wirklich gut ausgespült. Danach habe ich das Haarshampoo verwendet, auch wieder gut ausgespült und danach den Conditioner und natürlich auch wieder gut ausgespült. Jedes Mal, also ich habe das, glaube ich, so ungefähr 3, 4, 5 Mal gemacht. Ich hatte wirklich jedes Mal das Gefühl, als wären die Produkte noch in meinen Haaren. Zumindest Reste davon. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn einfach Pflegeprodukte in den Haaren drinnen bleiben und man einfach merkt, es fühlt sich dann meistens so ein bisschen an, als hätte man eine Creme drinnen oder so. Also richtig widerlich. Ich konnte dann die Haare auch teilweise gar nicht so schön durchfrisieren. Also ich weiß gar nicht, wie viele Haare ich mir da ausgerissen habe. Also beim Versuch, meine Haare zu kämmen.
Und das Problem war, ich bin wirklich gefühlt ewig unter der Dusche gestanden, habe versucht, mir die Produkte auszuwaschen und es ging nicht. Also wäre ich noch länger unter der Dusche gestanden, hätten wir vermutlich kein Wasser mehr gehabt. Also das war richtig lang und die Produkte waren dann trotzdem noch in meinen Haaren. Ich weiß nicht, an welchem es lag, also ich glaube eher die Kombination. Finde ich auch ein bisschen doof, weil wozu gibt es eine Pflegeserie, wenn ich dann die Produkte nicht gemeinsam verwenden kann? Also ergibt für mich persönlich nicht unbedingt einen Sinn. Ja, wie gesagt, vielleicht funktioniert das bei anderen Haaren oder Haartypen einfach besser. Ich hatte einfach das Gefühl, ich habe diese Produkte noch in meinen Haaren, also zumindest Reste davon, habe die nicht rausbekommen. Meine Haare haben sich widerlich angefühlt. Teilweise sahen die überhaupt hier unten so ein bisschen fettig aus von diesen Produkten. Und vor allem, sie waren furztrocken. Also wirklich furztrocken. Meine Haare hier unten sind von Haus aus durch das Färben jetzt überhaupt trocken. Mit dem Shampoo, das ich gestern verwendet habe, überhaupt kein Problem. Aber diese drei Produkte zusammen und ich hätte mir am liebsten die Haare einfach nur abgeschnitten. Die drei Produkte werde ich jetzt auch nicht mehr verwenden. Das war es jetzt für mich. Ich habe sie ausgetestet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit dem Video jemandem helfen konnte. Und ja, das war es jetzt auch schon von diesem Video heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!